Harry Potter und der aufgegessene Keks, Kapitel 3! Das war doch mal ein sehr eleganter Einstieg in ein neues Who Released Fanfiction-Video. Es wird schlimmer, mein geistiger Zustand, der ja sowieso schon von vornherein nie besonders normal war, nimmt noch mehr Schaden. Fanfiction-Lesen macht mich fertig. Vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, ich bin gerade in so einem Art Marathon gefangen. Ich lese gerade mehrere Kapitel auf einmal vor, weil das immer so doof ist, dass so ein Ding zu lesen und das zu rendern und das rauszutun, man kann besser ein paar mehr auf einmal fertig machen. Dann hat man auch mal noch Zeit, um andere Sachen zu tun. Wie Rechnungen zu bezahlen oder arbeiten zu gehen oder so. Arbeiten, ne? Wenn das nicht wäre, das wäre was. Wer Arbeiten erfunden hat, ne? Das ist nur Arbeit. Harry Potter und der aufgegessene Keks, Kapitel 3. Auch wenn hier steht Kapitel 2 bei mir, weil ich da 2 drauf. Einfach auch nicht. Manchmal weiß ich selber auch nicht mehr, was ich tue. Reunited, Harrys alte Gang. Ein sanfter Wind verteilte die milde Brise des Mittags über die bunte Schar der Häuser. Entlang der von spielenden Kindern in fröhlichen Gesang getauchten Straße. Am Fenster seines von draußen her trist und dunkel erscheinenden Kinderzimmers steht der 9-jährige Mitchell Banks mit einem Fernglas, das er in seinen bleichen, moderigen Händen hält, die sich seit einer halben Ewigkeit nach der belebenden Essenz des Sommers sehnen. Aber von der Sturheit ihres Besitzers innerhalb der Gemäuer des Hauses gehalten werden, indem sich nur noch schneller ihrem baldigen Tode entgegeneilen. Eine Ecke weiter, vor einer grünen Garage im Strahl der Wasserfontäne, der Bewässerungsanlage des Gartens, den sein Vater über alles liebt, mehr als ihn, springt Ian Breckenridge auf einem Beinseil. Ian, ein Junge, der eigentlich ein Mädchen ist, es nur noch nicht weiß, schaut gen Himmel, worauf er sich im Seil verheddert, stürzt und sich beide Knie schwer verletzt. Was er sah, war eine finstere Gestalt auf einem fliegenden Besen. Der süße Vogel, Jugend verlässt sein Nest, breitet seine zierlichen Flügel aus und schwebt mit der Leichtigkeit der Unschuld den Sonnenaufgang davon. Begleitet von Liedern der Kindheit, taucht er ein in den Strom der Veränderung, dem er getragen vom prächtigen großen, aber traurigen Schwingen entsteigt. Den Sonnenuntergang entgegen, ohne jede Unschuld. Keine Ahnung, was das war. Schwuchtel! Was geht denn jetzt ab, alter Sack? Fährt Harry seinen Vater Voldemort an, den er soeben mal beim heimlichen Poesieren in der Vorratskammer erwischt hat. Seitdem Harry regelmäßig mit seinem Erzeuger zu schaffen hat, ist ihm so mancher
viel zu sentimentaler, ja geradezu schwuchteliger Zug an ihm aufgefallen. Ich dachte immer, du wärst viel cooler. Hör mal bitte auf zu dichten, sonst muss ich kotzen. Alles klar, Dad? Alles klar, mein Junge, schluchzt Voldemort, während er sich noch rasch die letzte Träne aus den Augen wischt. Hast ja recht, ich musste bloß wieder daran denken, dass du ja auch nicht mehr der kleine Bub von damals bist. Und wenn ich daran denke, dass ich praktisch nichts von deiner Kindheit mitbekommen habe, wird mir immer wieder ganz... Fuck, ey. Ich verpiss mich erstmal eine Runde, sagt Harry. Und mit angewidertem Ton, komm du erstmal wieder klar, bis ich zurück bin. Im Stechschritt packt Harry seine 7 Sachen alt vorbei an Löte, dem vor Schreck das Bügeleisen auf den Fuß fällt, Richtung Kühlschrank, wo er sich noch Krabberkram in die Hosentaschen füllt und wendet sich auch gleich zur Tür, die er mit lautem Schreckenschrei öffnet. Knurrte eine bekannte düstere Stimme unter einem verrosteten dunkelgrauen Motorradhelm hervor. Der zugehörige Fahrer war in einem schwarzen Reisemantel gehüllt. Das Motorrad war zu Harrys Entsetzen nicht wie üblich aus Metall, sondern aus perfekt zugeschnittenen Knochen. Hier und da lugte Harry einen Totenschädel an, dem die Augen wieder eingesetzt wurden. Waren. Moody. Letztes Mal schon Probleme gehabt mit dem Namen. Vorletztes Mal. Stieß Harry atemlos hervor. Du bist der Klapse im Komm? Wie wär's mit einem kleinen Hallo, alter Wichser? Sagte eine Gestalt mit frecher Stimme, die soeben hinter dem Fahrer Alistair Moody, dem ehemaligen Auroren- und Alraunen-Züchterverbandspräsidenten auftauchte. Jetzt erst bemerkte Harry den Beifahrerwagen, dem er sich vorsichtig näherte. Da nimmt auch schon der großgewachsene junge Mann dem Helm ab und offenbart das seltsame, sommersprossenartige Gesicht. Ron Weasley, samt dem roten, struppigen Haar. Fick dich, Alter! Du auch? Sagt Harry, beim Mustern der beiden alten Bekannten. Dass die sowas wie euch beide jemals wieder rausgelassen haben, kann auch nur ein riesen Missgeschick sein. Nee, hatte schon recht vorhin. Wir sind ausgebrochen, sagte Ron mit einem hässlichen Grinsen, das übrigens eine fette Narbe entlang seiner linken Wange enthüllt, die noch vom Kampf gegen die Bastelschere des Todes. Wir sind hier, um dich zu warnen vor so einem Typ, der dich killen will. Er heißt... Doch bevor Ron seine Worte zu Ende führen kann, erscheint ein gleißender roter Lichtblitz am Himmel. Für einen Moment scheint alles still. Da fliegen plötzlich die leblosen Körper von Kühen. Nein! Kühe! Von Kühen durch die Luft, die nun rund um Harry und Mollys Motorrad überall auf der Straße den Dächern der Häuser und den spielenden Kindern niederprasseln. Kühe. Das ist ja auch ein bisschen Foreshadowing auf das, was später dann noch kam. Diese Fanfiction ist eine Reise in die Vergangenheit. Eine groteske Szene, die nur noch von der anschließenden in ihrer Absurdität übertroffen wird. Rindus Mega Fighter Forums. Rindus Mega Fighter Forums. Schalte es durch den in rotes Licht gehüllten Himmel. Plötzlich sämtliche Rinderkadaver, es müssten so um die 100 Stück sein, schleifen wie von der unsichtbaren Hand eines mächtigen Riesen gezogen über die Straße und durch die Gärten auf einen einzelnen Punkt zu, der keine 10 Meter von Harrys Füßen ist. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Das würde ich gerne mal in einem Film sehen.
Heilige Satansmesse, knurrt Mori, der jetzt seinen Helm abnimmt und sein zerfressenes, narbiges Gesicht samt seiner unvollständigen Nase und seinem glubschaugigen, magischen Auge enthüllt. Vor den Augen der drei Zauberer und einiger Muggel, denen nicht das Gesicht durch Kugelhagel gebrochen wurde, starren jetzt wie gelähmt auf einen schnell wachsenden Haufen aus totem Rindfleisch, der mit zunehmender Größe immer mehr die Form eines humanoiden Titanen annimmt. Nach etwa einer Minute, die Harry aber eher wie 90 Sekunden vorkamen, scheint die Verschmelzung beendet und Harry sieht sich selbst im Schatten einer 20 Meter hohen Kreatur, die auf zwei Beinen stehend mit zwei mächtigen Armen und einem Stierkopf auf ihn herabblickt. Wütend schnaubt das unheimliche Wesen ein und aus, wobei Blutfontänen aus seinen Nüstern spritzen, die ganzen Autos in ein frisches Rot aller Körpersäfte deckt. Minotaurus Titan-Zombie-Zauber, sagt Moddy in einem beunruhigend Minotaurus Titan-Zombie-Zauber. Sagt Mori in einem beunruhigend leisen und zugleich beeindruckten Ton. Cool. Bloß scheiße, dass wir wahrscheinlich gleich zur Hölle fahren. Man kann alles schaffen, wenn man nur ganz fest an sich glaubt. Diese dummen Klugscheißersprüche, die man loslässt. Man kann alles schaffen, wenn man nur ganz fest an sich glaubt, sagte Harry atemlos. Zückt seinen 11 Zoll Zauberstab und stellt sich dem Monster entgegen, das sich soeben in Bewegung setzt. Unter jedem seiner Schritte bebt die Erde. Die Fußspuren, die es hinterlässt, sind blutrot. Als der Minotaurus zum Schlag gegen Harry ausholt, fallen einige Kuhorgane aus seinem Körper, begleitet von Schreien besorgter Hausfrauen, die nun um ihre frisch gewaschene Wäsche bangen müssen, die sie zum Trocknen in den Vorgarten gehängt haben. Eine Salve von Innereien trifft Ron so hart, dass dieser rücklings zu Boden fällt und unter großen Anstrengungen versucht, sich anschließend aus seiner festen Schnurre Darm zu befreien. Schutzschild hoch! Ruft Harry, und eine grünlich schimmernde Lichtwand baust sich vor ihm auf. Die Faust der Kreatur jedoch durchstößt diese mit Leichtigkeit. Allerdings wurde der Hieb wenigstens so sehr gedämpft, dass Harry lediglich 4 bis 5 Rippen gebrochen werden. Während Harry versucht, sich wieder aufzurappeln, kotzt er so viel Blut, dass er ihm ganz schwummerig wird und nur noch stark verschwommen sieht, wie sich ein überdimensionaler Huf über ihm erhebt und auch gleich wieder senkt. Und zwar so schnell, dass es Harry absolut nicht möglich ist, aus eigener Kraft noch auszuweichen. Eine leichte Brise, ein kurzer Augenblick, absoluter Stille. Nichts außer dem leisen Geräusch im Wind tanzender Blätter. Qui-Gong kann kennen! Ein lautes Donnern, ein strahlend heller Lichtblitz. Da steht Murray, die Arme ausgestreckt, die Hände zu einem Drachenviereck geformt. Um ihn herum schweben kleine Steine und Gedärme, als wäre er in einer unsichtbaren Kugel aus Schwerelosigkeit, um die sich gelbe Blitze züngeln. Morris grau-weiße Haare wehen in alle Richtungen und glänzen geheimnisvoll unter dem Licht der eben freigesetzten Macht. Ein ohrenzerfetzendes Geschrei. Erst da bemerkt Harry, der sich bis eben noch von dem Lichtstrahl geblendet war, dass dem Minotaurus anstelle des linken Beins nur noch ein zerfledderter Stummel aus dem Rumpf ragt. Durch das fehlende Gewicht der gerade verlorenen Gliedmasse kommt der brüllende Gigant gefährlich ins Schwanken. Abwechselnd wankt er nach links und dann nach rechts, ohne auch nur einen Blick an Harry und Moddy zu verschwenden. Ein Fehler, denn schon steigt Harry seinen Zauberstab weit nach oben von sich weg. Das unförmige Bullenhaupt angepeilt, schreit er seinen Zorn aus sich heraus. Gulaschkanone! Aus Harrys Stab dringen bläuliche Schockwellen, die derart stark sind, dass unter ihrer Wucht die Straße
unter ihnen aufreißt und regelrecht verformt wird. Eine besonders mächtige, bei zunehmend zurückgelegter Entfernung anwachsende Schockwelle trifft den Minotaurus genau zwischen die feuerroten Augen und spalten ihm den kleinen brustgroßen Kopf in zwei Hälften. Ein springender Schatten erscheint über dem stürzenden Ungeheuer am verdunkelnden Firmament. Es ist Ron, der sich aus seinen organischen Fesseln befreien konnte und jetzt die Bestie unter sich ins Visier seines vibrierenden Zauberstabes nimmt. Guter Zeitpunkt, Vegetarier zu werden. Guter Zeitpunkt, Vegetarier zu werden. Brenne! Eine Feuerwalze entspringt Rons Zauberstab und verbrennt die durch die Luft spritzenden Kuhinnereien in einem Großteil des bis dahin unversehrten Monsterrumpfes, wodurch die auf den Boden prallenden Gesamtmasse des Titanen nur noch so gering ist, dass die entstandene Erschütterung lediglich einen Teil der umliegenden Häuser in Schutt und Asche legt. Einige Zaungäste des Kampfes purzeln kreuz und quer durcheinander oder werden von Sachen erschlagen. Ein witziges Bild. Die Atmosphäre wechselt vom fremdartigen Rot zurück ins natürliche Azur. Mori nimmt einen kräftigen Schluck aus seinem Flachmann und grinst stolz Ron und Harry an, die sich soeben den hochgestreckten Daumen zeigen. Harry kotzt bei dieser Aktion, was das Ganze weniger cool wirken lässt, als es sein sollte. Naja. Tag, Harry. Hast meine Leichenkuh gekillt. War ja klar. Gleichzeitig wenden sich Harry und Ron der ruhigen, düsteren Stimme zu und sehen... Okay, dann muss ich das nochmal. Tag, Harry. Hast meine Leichenkuh gekillt. War ja klar. Gleichzeitig wenden sich Harry und Ron der ruhigen, düsteren Stimme zu und sehen Hermine, deren Haut zerfressen und verwest ist. Kein Wunder, sie ist ja auch eine Zombie-Braut. Einige Kinder kommen zum Schauplatz des Kampfes geeilt, um mit den Überresten des Ungeheuers zu spielen. Ihre Väter haben längst die Grills aus den Garagen geholt und große Barbecues zu schmeißen. Auf dem Speiseplan steht, wie könnte es auch anders sein, Rind. Barbecue mit Rind. Dank Ron müssen einige Steaks nicht mal mehr gegrillt werden. This shit is intensive. Oh, das war's ja schon. Das war so intensiv, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass das Kapitel schon zu Ende ist. Musste ich diesmal gar keine dummen Einwürfe bringen. Nach diesem kämpferischen Dragon Ball-Kapitel mit einem Cliffhanger, der cliffhangerartiger nicht sein könnte, verabschiede ich euch heute aus der aktuellen Ausgabe von Humilist Fanfiction. Bis zum nächsten Mal. Fragen, Anregungen, Wünsche und den ganzen Scheiß könnt ihr in die Kommentare schreiben, müsst ihr aber nicht, ist mir scheißegal.